Servus, grüßt euch und herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play. Ich bin Elemental Force und wir spielen Fallout 3. Ursprünglich habe ich ja gesagt, ich spiele Batman Arkham Asylum, aber da dieses Spiel mir heute diesen Fuck you Mittelfinger gezeigt hat, werde ich es vorerst auf Eis legen. Keine Sorge, Batman-Fans, ich werde es noch spielen. Aber vorerst habe ich echt keinen Bock darauf. Deshalb werden wir in der Zwischenzeit das hier angehen. Ich werde nur kurz. Master. Etwas zurückschalten, den Sound. Gameplay. Ja, normal. Ich habe es zwar schon oft gespielt, aber gehen wir mal auf normal. Okay. Neues Spiel. Und ich muss mich gleich vorweg entschuldigen. Fraps hat ein paar Probleme mit der Intro-Sequenz, deshalb wird es ein paar grafische Fehler geben. Aber die Intro-Sequenz ist ja Gott sei Dank nicht so storyrelevant wie in anderen I Spielen. don't want to set the world Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. on Nämlich das hier. fire. I just Ja, die Grafik, das Bild bleibt irgendwie hängen. Ich weiß auch nicht. A flame Es ist nur, wenn Fraps hängen. Es ist nur, wenn Fraps in rennt nebenbei. Deswegen, ja. my Aber im Spiel heart selbst ist es nicht. Also, keine Sorge. Jetzt funktioniert es ein bisschen. And that one is you. No other will Es ist auch komischerweise immer an derselben Stelle. I've lost all Sollte ambition jetzt for gleich worldly wiederkommen? acclaim. Jetzt? I just Ja, want to be lustig the doch. one you Es love. ist immer an dieselbe Stelle, ich weiß nicht wieso. And Naja. with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Jetzt geht es wieder ein wenig. Und jetzt hängt es wieder. Tja. Und jetzt hängt es gleich wieder. Ja. Fallout 3. Ich spiele das Spiel übrigens mit allen Add-ons, das heißt, ihr werdet alles zu sehen bekommen. Krieg bleibt immer gleich. Seit Anbeginn der Menschheit, als unsere Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird Blut vergossen. Im Namen Gottes, der Gerechtigkeit oder einfach aus tobendem Wahnsinn. Die Szene erinnert mich irgendwie immer an Metal Gear Solid. Im Jahre 2077, nach Jahrtausenden bewaffneter Auseinandersetzungen, konnte sich die destruktive Natur des Menschen nicht länger aufrechterhalten. Die Welt stürzte in einen Abgrund nuklearer Feuersbrunst und Strahlung. Aber es war nicht, wie einige prophezeit hatten, das Ende der Welt. Vielmehr war die Apokalypse lediglich ein Prolog für ein weiteres blutiges Kapitel menschlicher Geschichte. Der Mensch hatte die Welt zwar zerstört, doch Krieg bleibt immer gleich. Okay, Escape, beenden wir das. Jetzt beginnt das Spiel wirklich. Sehen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Wir sind ein Junge. Ein Junge? Ein Junge. Wir haben einen Sohn, Catherine. Einen wunderschönen, gesunden Jungen. Oh, James. Wir haben es geschafft. Ein Sohn. Unser wunderschöner Sohn.
Du hast eine tolle Zukunft vor dir, mein Sohn. Da bin ich mir sicher. Der englische Sprecher des Vaters ist im Übrigen Liam Neeson. Hallo. Ich bin dein Papa, kleiner Mann. Auch bekannt als Qui-Gon Jinn in Star Wars. Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Unter anderem. Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon? Unser Spielername. Elemental Force, natürlich. Das ist ein schöner Name. Ja, das weiß ich. Passt perfekt zu dir. Genau. Anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. Mann, was für eine Technik. So nicht. Okay, weiß ist schon mal in Ordnung. Gesicht. Mal sehen, zufällig. Zufällig. Mal sehen, ob was Gutes rauskommt. Nein. Oh mein Gott, nein. Oh, das sieht doch ganz cool. Okay, anpassen. Farbton, Augenfarbe, blau. Nehmen wir grün. Was haben wir noch? Ton. Ah, nein. Gut. Weiter. Frisur. Ich nehme normalerweise immer die Unruhe. Oh, Gegenwind sieht auch gut aus, aber nehmen wir. Kriegsfacke. Oh, das ist niedlich. Nein, nehmen wir auch nochmal. Haarfarbe. Blondiert. Nein. Weiter. Nehmen wir schwarz. Gesichtsbehaarung. Ja, nehmen wir irgendwas Lustiges. Oh, das sieht cool aus. Backenschnauzer. Nein. Oh, Machiavelli. Ja, das sieht lustig aus. Haben wir noch was? Daddy-o. Oh, Daddy-o. Ja, nimm mir Trucker. Du wirst deinem Papa sehr ähnlich sein. Oh, das hoffe ich doch. Drin? Oh, sehr, sehr stramm. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? Das ist einfach... Eine gute Frage. Ich werde wahrscheinlich ziemlich gut sein. Schnell! 1001. 1002. Los doch! Ein Moment, Catherine. Ein Moment, noch du und ich. Ein Jahr später. Okay. Das ist ein Sohn. Komm hierher, mein Sohn. Komm schon. Ja, ja. Warte, hopp. Lustig, ich muss mich kurz mal an die Steuerung gewöhnen. Ich bin Konsolensteuerung gewohnt. Sind so. Hi, Papa. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist ja okay, Kumpel. Ich bin gleich zurück. Verzieh dich. So. Okay. Lass dich. Okay, wie können wir... Okay, E-Tür öffnen. Gut. Nachstelle verlassen, ja. Wie kann ich Sachen aufheben? Na gut, dann sehen wir uns erstmal das Special-Buch an. Okay, mal sehen. Hier sehen wir unsere Attribute, nämlich Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück. Okay, was nehmen wir?
Erstmal ein bisschen Glück weg. Erstmal viel Intelligenz. Nicht so viel Charisma. Stärke zwar dazu. Mal kurz nachsehen.